Hallo zusammen und willkommen zu einem neuen Video hier auf Franklin Gekochen und Backen. Schön, dass ihr dabei seid. Ja, passend zur Jahreszeit würde ich sagen und zum Wetter gibt es heute einen Flammkuchen. Ja, ich hatte das Rezept von einem Flammkuchen schon letztes Jahr verfilmt, allerdings mit frischen Feigen und Feta-Käse, Schafskäse. Heute gibt es den mal ganz klassisch mit Speck und Zwiebeln und ja, das Besondere daran ist heute, ich werde den Flammkuchen auf dem G3-Pizzaofen von Ferrari zubereiten. Ich bin sehr gespannt, wie das klappt. Das Rezept wird heute komplett im Thermomix zubereitet. Natürlich könnt ihr den Flammkuchenteig und auch den Belag ohne Thermomix zubereiten. Mit der Küchenmaschine, mit dem Handmixer oder halt auch ganz normal mit dem Messer die Zwiebeln schneiden. Das ist natürlich ganz klar. Das Rezept davon findet ihr in der Rezeptwelt oder in dem grünen Grundkochbuch von Thermomix DM5, was ich jetzt hier habe. Aber wie gesagt, aus der Rezeptwelt könnt ihr das auch ersehen. Ja, da würde ich sagen, zeige ich euch mal die Zutaten. Es ist ganz wenig heute, also ist gar kein Aufwand. Allerdings muss der Flammkuchenteig eine halbe Stunde im Kühlschrank einmal noch ein bisschen durchkühlen. Ja. Falls euch meine Videos gefallen, würde ich mich selber einen Daumen hoch freuen und natürlich ein kostenloses Abo meines Kanals. Ja, dann würde ich doch sagen, geht's jetzt mal los, zeige ich euch die Zutaten. So, ihr braucht einmal für die Teigzubereitung 250 Gramm Mehl. Da könnt ihr auch Dinkelmehl nehmen. Ich habe jetzt hier Dinkelmehl 630 genommen. 120 Gramm Leitungswasser, 30 Gramm Olivenöl, 1/4 Teelöffel Salz. Ja, das war dann also der Teig. Zu dem Belag kommen wir jetzt. Und zwar braucht ihr da 200 Gramm Zwiebel, die wird einmal halbiert. 100 Gramm Schinkenspeck. Also ich habe jetzt hier 125 Gramm, weil das halt so in der Packung drin war. 200 Gramm Schmand oder Creme Fraiche. Ich habe mich hier für Schmand entschieden. Etwas Muskatnuss, frisch gerieben oder halt fertig gerieben. Pfeffer und zur Deko ein bisschen Schnittlauch oder Lauchzwiebeln. Ja, dann würde ich sagen, fangen wir doch mal mit der Teigzubereitung an. So, wir geben jetzt alle Zutaten für den Teig in den Mixtopf. Und zwar fangen wir mit dem Wasser an. Dann geben wir die 250 Gramm Mehl dazu. Aber da kommt jetzt kein Backpulver oder auch keine Hefe rein in dem Teig. Ne? Die 30 Gramm Olivenöl, etwas voll geworden, sehe ich. Das kommt dazu. Ja, 1/4 Teelöffel Salz. Noch ein bisschen mehr rein. So, das Ganze wird jetzt für eine Minute Teigknetstufe geknetet. Danach hole ich euch wieder, zeige euch nochmal das Ergebnis und dann wird der Teig in Frischhaltefolie eingewickelt und parkt so lange im Kühlschrank. So, schaut mal, die 1 Minute Teigknetzeit sind jetzt um. So sieht das jetzt aus, schön verknetet. Der klebt auch nicht, der Teig. Den fülle ich jetzt einfach hier auf ein Stück Frischhaltefolie. Seht ihr, das ist auch sofort alles rausgegangen. Da müsst ihr auch gar nicht rumfummeln. Ja, ich mache das hier noch ein bisschen gerade, dass ich den noch ein bisschen, ja, dass er sich ein bisschen verbindet. Ja, mache hier so eine kleine Wurst. Seht ihr, der klebt auch überhaupt gar nicht, der Teig, durch das Öl, was da auch drin ist. Ne? So, und die Wurst lege ich jetzt einfach Frischhaltefolie ein und dann kommt die in den Kühlschrank. Nach den 30 Minuten hole ich euch einmal wieder und dann bereiten wir den Zwiebelspeckbelag zu. So, ihr Lieben, der Teig ist auch schon so weit. 30 Minuten sind jetzt um. Ich heize aber derweil schon mal den Ofen vor und zwar auf Stufe 2,5. Also jetzt nicht höher drehen, auch hinterher nicht, wenn der aufgeheizt ist, weil der Teig eine andere Beschaffenheit hat als der Hefeteig bei der Pizza und dass der Belag oben natürlich gar wird und nicht unten schon verbrannt ist, drehe ich auch nachdem ich die Pizza bzw. den Flammkuchen auf den Stein gegeben habe, die Temperatur nicht höher als 2,5. Da gebe ich lieber noch ein paar Minuten zu und bin dann auf Nummer sicher, dass der mir unten nicht verbrennt. Ja, jetzt kümmere ich mich weiter um den Teig. Ich habe gerade entschieden, ich kümmere mich nicht um den Teig, der ist ja noch im Kühlschrank, das ist ja auch gar nicht so schlimm.
Ich kümmere mich erstmal um den Belag, weil der kann auch ein bisschen stehen bleiben, weil es muss gleich etwas zügig gehen, dass ich das alles belege und dass der Teig bzw. der Fladen auch ganz zügig dann auf den Stein kommt. So, wir nehmen einmal die Zwiebeln. Der Mixtopf braucht übrigens nicht gespült werden, den habe ich auch nicht gespült, weil das dann gleich alles sowieso zusammen da reinkommt. So, die Zwiebeln. Die geben wir jetzt 3 Sekunden. Wo ist mein Messbecher hier? 3 Sekunden, Stufe 5. Und Stufe 5. Die sind jetzt grob zerkleinert. So soll es auch sein. Deshalb solltet ihr die Zwiebeln auch vorher halt belegen. So sieht das jetzt aus. Das waren jetzt 3 Sekunden. So, die schiebe ich jetzt ein bisschen runter. Nun kommen auch die ganzen anderen Zutaten dazu. Runtergeschoben. Ja, und jetzt kommen einfach die Zutaten hier nochmal dazu. Das ist der Schmand. Den hole ich auch direkt da raus. Ich muss nochmal einmal gucken, wie lange das jetzt gleich läuft. 10 Sekunden Linkslauf, Stufe 3. Ja, das wird jetzt alles hier rein. Das geht auch ganz gut hier raus, wie man sieht. Die Speckwürfel. Bisschen Salz. Ein bisschen Pfeffer. Dann nehme ich am besten meinen Teelöffel. Nicht, dass ich das so kippe. Ja, das ist auch genügend. Und ein bisschen frisch geriebene Muskatnuss. Wer die, wie gesagt, nicht hat, der kann auch das schon geriebene nehmen. Ja, da kann man ruhig ein bisschen reintun. Das ist ja ganz lecker. Allerdings nicht zu viel. Das gibt es nicht gut sein. So, Deckel drauf, wo ist er? Da. So, das Ganze stellen wir ein für 10 Sekunden. Linkslauf, Stufe, ich gucke nochmal eben, 3. So. Upsala. So sieht das jetzt aus. Schöne Masse, die kann man gleich gut auf den Fladen streichen. Ja, das stelle ich jetzt weg. Beziehungsweise bleibt jetzt erstmal stehen. Und jetzt zeige ich euch, was mit dem Teig passiert. Ja? So, schaut mal, ich habe jetzt die Teigunterlage ein bisschen vorbereitet. Und zwar habe ich da ein bisschen Hartweizengrieß draufgegeben, sowie auch auf dieser Pizzaschaufel, die ich ganz neu habe, die ich mir bestellt hatte. Ich nehme eigentlich auch für den Pizzateig immer Hartweizengrieß, weil ich da die besten Erfahrungen mitgemacht habe, was Anhaften angeht. Ja? So, ich habe hier den Teig, den werde ich jetzt einmal teilen. Ich mache jetzt nicht den ganzen Teig. So, und den rolle ich jetzt aus, und zwar, ja, so, hier ist ja so eine Skala dran, ich sag mal so 21 cm rund. Ja? Davon nehme ich also halt den Ausroller, hier ist noch Speck dran, und roll den jetzt erstmal so 21 cm rund aus. Dann zeige ich euch das gleich nochmal, wie das geworden ist. So, ihr Lieben, ich habe den Teig jetzt ausgerollt. Mir ist aufgefallen, nehmt doch lieber einen Drittel Teig und nicht die Hälfte des Teiges, weil der muss ja relativ dünn ausgerollt werden, und ja, das klappt am besten mit einem Drittel. Ich habe das jetzt hier auf dieser Schaufel, habe darunter noch mal ein bisschen Grieß und immer wieder so bewegt, damit der auch nicht ansetzt. Ja? So, jetzt suche ich gerade meinen Spatel, der ist hier jetzt, glaube ich, weg. Dann nehme ich halt einen anderen. Und dann streichen wir diese Masse jetzt einfach, also einen Teil der Masse, jetzt einfach hier auf ja, den Fladen. Ich hoffe, das könnt ihr sehen. Das. Ich glaube, das genügt auch schon. Gucke ich einfach mal eben, wie das hier passt. Ja, ein bisschen kann noch. Das ist ein bisschen sehr dünn. Den Rand aussparen, der sollte also nicht, wie bei einer Pizza auch, nicht mit Belag verstrichen werden, damit der Rand auch schön knusprig bleibt, ja? Oder wird vielmehr. So. So. Das hätten wir jetzt. Na, so ein bisschen wenig. Ich lasse das einmal so. Muss ja nicht so ganz proppenvoll sein. Ein bisschen mache ich hier noch drauf, und dann war es das auch. So, und dann lege ich den einfach jetzt mit der Schaufel auf den vorgeheizten Ferrari. Ja, ich
Ich denke mal, das mache ich jetzt einmal. So, der bewegt sich immer noch gut. Ich gehe jetzt zum Ofen und zeige euch gleich mal, wie ich den da reinfülle. So, der Ofen ist vorgeheizt. Ich öffne ihn jetzt. Es kommt richtig heiß raus. Und jetzt gebe ich einfach den hier auf den Stein. So, ein bisschen auseinanderziehen noch, das geht. So, und jetzt Deckel zu. Ich stelle jetzt hier auf den Zeituhr erstmal 5 Minuten ein. So, nach den 5 Minuten gucke ich mir das Ergebnis an und gebe eventuell noch ein bisschen Zeit nach und schaue mir das Ergebnis danach an und zeige euch das einfach. So ihr Lieben, ich habe doch den Flammkuchen tatsächlich nochmal 2 Minuten gegeben. Also der war jetzt insgesamt 7 Minuten im Ofen. Schaut euch das an. Richtig knusprig. Also ganz, ganz toll. Ich werde den jetzt schneiden, ein Foto machen und dann werde ich das für euch probieren. Die Geschmacksprobe steht an. Ihr habt ja gesehen, wie der Flammkuchen aussah. Foto habe ich auch schon gemacht. Ist gut geworden. Und ich sage euch, 7 Minuten, also hat er jetzt gebraucht im Ferrari, weil ich wollte jetzt nicht, dass der Teig unten so schnell verbrennt. Hätte ruhig noch ein Minütchen drin bleiben können, wenn ihr seht, ich zeige euch das mal. Das ist der untere Teil und der obere Teil ist mir gerade ein bisschen abgebrochen. Sieht dann so aus. Ja, also richtig perfekt, perfekt gebräunt. Die Geschmacksprobe steht jetzt eben an und zwar habe ich den noch nicht probiert. Ich probiere es jetzt einfach mal mit euch zusammen. Der Belag ist erstaunlicherweise auch richtig gar. Ich habe ja alles voll, gerade irgendwo in ein Stück gepackt. Super dünner Teig, super knusprig, tolles Rezept. Kann ich echt nur empfehlen. Also wie gesagt, ich werde vielleicht versuchen, noch ein Minütchen drauf zu geben bei dem nächsten, den ich mache. Aber im Großen und Ganzen finde ich den richtig gut. Also kann man auch den Zwiebelkuchen bzw. den Flammkuchen im Ferrari machen und spart sich somit die Zeit im Backofen. Ich hatte die bisher auch im Backofen immer gut hinbekommen, muss ich sagen, auf der Stoneware und bin da auch sehr zufrieden mit gewesen. Aber hier finde ich, geht es schneller und man ist vom Handling her einfach ein bisschen besser dabei. Ja, ich danke euch fürs Zuschauen. Falls euch meine Videos gefallen, schaut auch mal bei Instagram rein. Dort sind zwar keine Videos von mir, sondern halt nur die Rezeptbilder und das zugehörige Rezept, wenn. Oder bei Facebook, könnt ihr auch mal schauen. Ansonsten würde ich mich freuen, wenn ihr meinen Kanal abonnieren würdet. Ja, ansonsten, das war's von mir. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Ich hoffe, bis bald.